Dayton. Hallo, heute möchte ich euch ein wenig von Fairbanks erzählen. Ihr habt ja schon ein kleines bisschen in meinem Roadtrip-Video gehört, dass wir hier ganz viel Geschichten aus Goldgräberzeiten haben und daraufhin geht nämlich auf die Gründung von Fairbanks zurück. Um euch das Ganze etwas anschaulicher zu machen, nehme ich euch mit in den Pioneer Park. Das ist ein Bereich in Fairbanks, eine Art Stadtpark, Eintritt ist frei, in dem man viele der noch originalen Häuser hier aus der Gründung von Fairbanks wieder aufgebaut hat. Und genau dort fängt eben auch die Geschichte von Fairbanks an. Die ganze Geschichte begann im späten Sommer 1901 mit einem Händler namens Barnett, seiner Frau, einem Captain Adams und einem Raddampfer mit dem Namen Lavelle Young. Barnett wollte damals in Tanner Cross einen neuen Handelsposten aufmachen und heuerte Captain Adams an, ihn, seine Frau und seine Handelsgüter über den Yukon River und den Tanana River dorthin nach Tanner Cross zu bringen. Als der Tanana unpassierbar wurde und man den Chena River ausprobierte, nur um dann eben auch nach ca. 15 Meilen wegen Niedrigwasser einfach nicht weiterkam, wurde wie verabredet alles abgeladen, zwei Hütten wurden gebaut und Barnett und seine Leute wurden dort abgesetzt. Im nächsten März liefen dann Barnett und seine Frau nach Valdez, reisten dann nach Seattle weiter, stockten ihre Handelsgüter auf und machten sich dann im Sommer auf Richtung Tanner Cross wieder, weil sie ja immer noch entschlossen waren, dort ihren Handelsposten aufzumachen. Auf dem Weg dorthin kamen sie natürlich auch an ihrem Camp vorbei, wo sie die restlichen Dinge mitnehmen wollten. Und als sie dort ankamen, hörten sie auf einmal, dass Felix Pedro etwas nördlich von ihrem Standort einen großen Goldfund gemacht hatte. Barnett entschloss sich, doch dort zu bleiben und seinen Handelsposten dort aufzubauen. Und somit war dann der Grundstein für Fairbanks gelegt. Pioneer Park hat außer dem Steuerhaus der Lavelle Young noch andere Relikte aus der Goldrauschzeit. Jeder, der mich hier in Fairbanks besucht hat, kennt diese Dampfschaufel, dampfbetriebene Schaufel. So. Ich hatte in einem Video, Roadtrip-Video vom April, den Davidson Ditch gezeigt, der Wasser vom Chattanooga Valley hier nach Fairbanks gebracht hatte während des Goldrausches. Und diese dampfbetriebene Schaufelbagger hat eben mitgeholfen, diesen Davidson Ditch zu bauen. Aber das ist noch nicht das Faszinierendste daran. Genau dieser Bagger hat auch geholfen, den Panama-Kanal zu bauen. Und ich finde, das ist einfach so unglaublich, dass es vom Panama-Kanal irgendwie nach Hawaii geschifft wurde, um dort ein Projekt zu beenden. Und dann von Hawaii hier nach Fairbanks, um den Davidson Ditch zu bauen.
Darüber hinaus ist Pioneer Park ein kleines Freilichtmuseum mit ganz vielen ursprünglichen Häusern aus Fairbanks. Es gibt Spielplätze für die Kinder, einen alten, renovierungsbedürftigen Schaufelraddampfer und dem Eisenbahnwaggon, in dem der US-Präsident Harding durch Alaska gefahren ist. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Park sich einmal anzusehen, weil es wohl in Fairbanks sein solltet. Aber natürlich war ich nicht nur in der Stadt. Wir haben auch unsere Quads genommen, die hier übrigens ATVs oder Four-Wheeler heißen, und sind ein wenig durch die Nachbarschaft gefahren. Also, wenn ihr euch traut, steigt doch einfach auf und kommt ein wenig mit. Ja. Meine erste Kartoffelpflanze guckt aus dem Boden. Und der erste Spinat zeigt sich. Ja, das ist Spinat. Unsere Mücken sind wirklich furchtbar gerade
sobald man die Tür aufmacht, sind Tausende von Mücken im Haus. Und wir wären richtig gut darin, sie auf verschiedenste Art und Weisen zu killen. Das hier ist wahrscheinlich die lustigste. Ja, ich weiß, dass doch eigentlich einige meiner Bekannten und Freunde uns hier in diesem Sommer besuchen kommen wollten. Das ist weiterhin nicht möglich, beziehungsweise wenn man in den USA ist, wirklich nur aus mit ganz, ganz strengen Auflagen möglich, sodass keiner zu Besuch kommen wird. Ich hoffe, dass meine Videos euch trotzdem Alaska weiterhin ein bisschen näher bringen. Ich habe von dem einen oder anderen das Feedback gehört, dass eigentlich Alaska bei Ihnen gar nicht so auf dem Plan stand und Alaska bisher überhaupt nicht so von Interesse war, aber Sie doch neugierig geworden sind durch meine Videos und sich schon immer auf das Neue hoffentlich freuen und Sie gerne gespannt anschauen. Ich freue mich da sehr drüber und es heißt ja nicht, dass jeder nach Alaska reisen muss. Aber ich hoffe doch, dass ich weiterhin mit meinen Videos euch ein wenig was von diesem wunderschönen Fleckchen Erde ins Wohnzimmer bringen kann. Bis dahin sage ich dann tschüss und wir sehen uns beim nächsten Video. Und abonnieren nicht vergessen. Macht's gut!